So, Freunde, wir sind 100 Meter circa entfernt von der Mann Station und werden uns jetzt noch nähern, dann versuchen, das Ziel so langsam wie möglich oder eine der Teile abzudocken und dann versuchen, mit einem Manöver mit dem Docking Port sozusagen zu interagieren. So, da ist irgendwo der Zielpunkt. Wir müssen jetzt schauen, dass wir uns ausrichten. Ohne RCS natürlich, weil mit RCS würden wir wahrscheinlich hier uns jetzt killen. Wir müssen schauen, dass wir so viel wie möglich ohne RCS machen. Und ja, warum ist das Ding noch an? Schon, stopp, 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 stopp. Jetzt lassen wir das sich kurz arretieren. Da ist die Station. Und jetzt nähern wir uns mit 1 Meter pro Sekunde mal der Station. Und schauen, dass wir dann sozusagen damit dann das eine Teil abdocken, wieder ein bisschen zurückfahren, den anderen andocken lassen und dann drüben sozusagen andocken am richtigen Port. Das wird jetzt eine der härtesten wahrscheinlich, also das letztes Mal war schon hart. Das würde ich sagen, wird nochmal um eine Spur anders einfach, weil du erst andocken musst, oder du musst sozusagen das eine Teil andocken und dann damit noch gescheit arbeiten können. Richtig orientieren und alles. Aber ich glaube, es wird nicht so schlimm wie letztes Mal, weil da haben wir halt die Riesenteile bewegen müssen. Aber wenn wir jetzt die richtigen Solarpaneele haben, ist es natürlich auch schnieke, das zu haben. Und wir nähern uns eben mit einer guten Geschwindigkeit eigentlich auch. Alter, wir sind echt voll nah, wenn man so sieht, ne? Der Boden macht halt alles so ein bisschen weird, weil der Boden sich viel schneller bewegt. Und wir haben auch aktuell auch irgendwie nur 12 FPS. Das macht's noch besser. Ich weiß gar nicht, wieso. Ist das der Hintergrund? Ist das hier? Er ist wieder leckig, aber so? Also ich würde jetzt nicht merken, dass ich nur 13 FPS habe in diesem Game. Ganz weird. So, wir nähern sind. Wir gehen nochmal mit Gas einfach. Das dauert mir jetzt gerade ein bisschen lange. Ich bin zwar ein geduldiger Mensch, aber ich würde auch gern heute noch die Base hier anbringen, von welcher ich morgen schon nicht mehr hier bin. Das würde ich heute gerne doch das fertig kriegen. Jetzt bremsen wir mal das Teil aus. Perfekt, 0 Meter pro Sekunde. Knoten entkoppeln. Und jetzt wieder nach hinten ausweichen. Dann muss ich die Station wechseln, rüber auf das Teil. Alter, das ist wieder so, was tue ich in meinem Leben mäßig. Ausbremsen. Der Abstand sollte locker reichen. Perfekt. Dann wechseln wir jetzt zur Station. Hier machen wir Luke schließen, Knoten entkoppeln. Dann wechseln wir auf Nope. Auf das, genau. Und mach mal RCS an.
Wir setzen uns das mal wieder als Zielreferenzpunkt fürs Erste. Bis jetzt. Genau. Und jetzt machen wir RCS aus. Machen hier als Zielpunkt setzen. Das Tolle ist ja, dass das Teil relativ flott agiert. Von daher lässt sich auch... Was ist denn hier passiert? Achso, nee, warte mal. Ich muss ja von hier steuern dann, ne? Von hier steuern. So, jetzt. So, okay. Jetzt hat wieder alles... Oh, das ist wieder so. Warte mal, schnell arretieren alles. Richtige Richtung. So. Das ist teilweise echt unangenehm schwer. Okay, und jetzt hat müssen wir mit R. Oh, jetzt ich voll die Scheiße gebaut. R nochmal aus. Ich genau das gemacht, was ich eigentlich nicht wollte. So. Jetzt mal zurücksetzen. Ich den Gas geben, komm. Wir sind hier nicht im Affenverein, sagen wir es mal so. So, jetzt machen wir mal R aus. Um nochmal das Ganze zu adjustieren, warum sich das jetzt auch immer verdreht hat. Und jetzt können wir R wieder anmachen. So, adjustieren wir so. Damit wir das schön schnell anbringen können, weil ich bin gespannt, wie das dann ausschaut, wenn da wirklich alles tippitoppi angebracht ist. Aber seht ihr, wie das sich bewegt? Ah, das könnte auch dran liegen, dass sich das Ziel vielleicht bewegt, weil es nicht fix ist. Oh, das könnte gut wahr sein. Ah, oh, scheiße. Kacke. Jetzt nähern wir uns wieder. So ganz vorsichtig andocken, bitte funktioniert es. Perfekt angedockt. Dann machen wir jetzt von hier steuern. RCS einmal aus. Und wir docken den ersten unten an. Als Ziel setzen. So. Ist die Frage, wie rum müssen wir dich drehen?
Wir müssen wir dich drehen, damit du richtig bist. Oh fuck. Oh. Ist das Bremsen? Ist das langsamer? Das Problem ist ja, dass alles nicht so ganz passt einfach. Dadurch, dass wir ein langer Arm sind wieder. Das sind wieder diese typischen Deppen-Missionen von mir. Hallo, nein, Alter, das ist ja richtig anstrengend. Mach das nicht nach, Jungs, das ist eklig, oh no. Ich will doch nur nach unten. Jetzt. Klack. Jetzt haben wir es. So. Und dann können wir jetzt uns mal komplett auch richtig drehen. Oh, das wird jetzt wieder. Oh. Das verdreht sich wieder alles toll. Oh, Heavy Lord. Komm schon. Das sind so wieder Sachen, die mich jetzt richtig aufregen gerade. Jetzt einfach wieder extra Arbeit sind. Aber wir machen es jetzt halt. Ansonsten haben wir es nachher. Und nachher ist noch uncooler. Okay, dann erst jetzt wieder an. Ja, stimmt, wir schieben erstmal nach der Tür. Stopp. Alter, wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Dass wir fucking hoch müssen. Alter, wir werden jetzt fast gegengeknallt. Holy shit, das ist ja... Kommen die auch wieder angecruised? Ich weiß es gar nicht. Jetzt ist das. Und jetzt hat... Ja, nee. Achso, ich hab die falsche Taste erwischt, oder? Wie viel RCS haben wir denn hier noch drin? Ah, genügend. Schauen wir, dass wir das hier wieder austariert kriegen und das alles... Oh. Wenn das alles hängt, ne? Dann ist, hat es sich gelohnt. Aber jetzt hat... Aktuell ist es noch so... Pff, nervig.
2 Meter pro Sekunde. Jetzt darf uns nichts treffen, ansonsten sind wir richtig gearscht. Im Hintergrund, meine Vögel schieren mich natürlich nicht an, weil die freuen sich eher, wenn ich was kaputt mache. Ja, wenn das klappt, holy shit, das wäre mega nice. Es gibt einen Grund, warum ich das jetzt mache, ist, dass wir uns mal ausrichten können. Dich jetzt nochmal. So ein Kack gerade. Ich muss hier perfekt ausrichten, es funktioniert einfach nicht. Perfekt, okay. Jetzt halt wieder mit Vorsicht genießend alles adjustieren. Ich muss ein bisschen runter. Das scheint ja relativ gut schon allein zu sein. Ja, das schaut gut aus, das schaut gut aus. Alter, wir haben jetzt 20 Minuten für das eine gebraucht. Holy shitballs. Ich bin schon froh, wenn das jetzt allein ist. Das eine war schon... Das war jetzt schon ein riesiger Graus. Klink. Und angeschlossen. Yes. Ich glaube sogar relativ gerade. Nice. Vielleicht können wir... Schwierig, 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 schwierig. Ja, das wird auch wieder eine Folge sein, wo ihr mich hasst, aber ja. Ich bewege mich, was? Welche Richtung bewege ich mich denn? Okay, aber es ist eher die richtige Lösung. Wir wollten uns nochmal zubewegen. Damit das Teil jetzt dann das letzte Teil andocken kann. Und ich habe dann hohen Respekt an mich selber heute, ey. Leg mich am Arsch. Ich hätte wahrscheinlich einige Sachen anders machen können, die ihr mir auch wahrscheinlich schreiben werdet. Was ich schon wieder an Scheiße gebaut habe.
Aber ja. Ist halt nun mal passiert. Jetzt geht es darum, so viel wie möglich zu schaffen. Und wenn das steht, dann bin ich sowieso der glücklichste Mensch der Welt. Komm schon, bleib stehen. So, okay. Immer noch drüber. Im Grunde soll der jetzt hier... das einmal anbringen. Sieht sich gleich irgendwie aus gerade. So, okay. Wir docken jetzt hier ab. Knoten entkoppeln. Und machen mit R einen Rückwärtsschub. Und begeben uns so aus dem Weg des Teils. Wir wechseln wieder zur Station. Entkoppeln wieder unseren Docker. Das sollte jetzt hoffentlich schneller gehen. Wo kann ich jetzt zum primären Docker abdocken? Nope, ich hätte gerne das Teil. Das kann jetzt langsam wegcruisen. Ich hätte gerne ST erst an und einmal einen Rückschub. Dann das hier oben als... ich sehe es nicht, weil es hinter... wollt ihr mich verarschen? Als Ziel setzen. Und wir machen von hier steuern. Okay. Komm schon. Jetzt halt machen wir erstmal drehen uns so hin, dass das passt. Perfekt. Huch, jetzt ist es immer dunkel, kann das sein? Okay, das hat man schon mal, das machen wir jetzt. Nicht mehr mit. So, okay. Jetzt machen wir R an. Und setzen wieder unsere... unsere Moves ein, um so schnell wie möglich das alles anzudocken. Jetzt wird es schattig. Jetzt wollen wir das erledigen. Jetzt sind wir immerhin schon 24 Minuten im Docking-Modus. Und ihr könnt, wenn ihr noch dran seid, könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie ihr die solche Sachen findet, die halt ein bisschen anspruchsvoller sind. Soll man die öfter machen? Wenn ja, nein. Oh Gott, jetzt sehe ich nichts mehr. Oh, fuck. Habe ich so lange jetzt gebraucht. Aber ich muss jetzt danach... ich muss nach Gefühl arbeiten. Das kann ja was werden. Holy shit, nach Gefühl arbeiten bei sowas. Das ist jetzt eine uncoole Sache. Aber ich kann auch nicht warten, rein theoretisch. Selbst wenn ich wollte, weil wir halt es jetzt machen müssen, ansonsten driven wir davon. Wir sind ohne extra Stromversorgung, ohne irgendwas anderes. Wenn nicht jetzt, dann sind wir geliefert.
Alter, ich sehe schon, das wird wieder so eine Folge, die ewig lang ist. Nur weil ich sie wieder verkackt habe. So, oh. Warum passiert das jedes Mal aufs Neue? Teilweise weiß ich nicht, was bei den Geräten falsch ist, dass sie nicht so funktionieren, wie ich mir vorstelle, aber ja. Ich sag mal so, solange jetzt alles gut läuft und wir gut dabei sind, ist ja alles trotzdem nicht verloren. HN. Dock an. Yes. Na endlich. Oh. Hat ja auch dauert. Als Ziel setzen. Wenn man Docking Port allein ist mal aus. Machen von hier steuern. So. Jetzt können wir den. Oh Gott, das wird wieder. Ich sehe schon, das wird Arbeit. So. Diesmal muss ich wenigstens mich, kann ich mich richtig ausrichten. Oh. Also müssen wir uns erstmal richtig rumdrehen, damit überhaupt irgendwas hier funktioniert. Hui, und drehen. Also ich würde jetzt gerne sehen, wie es am Tag ausschaut dann. Oh, das muss so geil schauen. Andersrum, ne? Alter, wie perfekt fast. Oh mein Gott, nice. Er sieht es an. Machen nur Touches natürlich wieder. Distanz jetzt halt ein bisschen herunterbringen. Aber es schaut gut aus, es schaut echt gut aus. Wir brauchen halt ne. Wir sind jetzt 30 Minuten nur dabei. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was da für eine Arbeit immer reinfließt. Oder was wir jetzt hier gerade machen. Wir tun 30 Minuten lang.
in einem Spiel Solarpaneele an eine Station docken. Und ich habe gedacht, es geht einfach. Ja, hups. So, die Distanz passt auch bald. Ich mache das jetzt außerdem gerade fast nur im Dunkeln, also nur mit den Kennzahlen, die ich sehe. Ich weiß nicht, ob das natürlich so gut ist, wie man sich das jetzt vorstellt. Alter, wir sind ja fast drüber. Wie nice ist das denn? Ich dachte, es wird länger dauern. Yes! Wir haben es geschafft! Okay, jetzt halt einmal schnell in die Sonne. Einmal schnell hier vorspulen. Ich will das sehen. Ich will das mir anschauen. Wir lenken uns natürlich wieder positiv. Ich will das sehen. Alter, schaut euch diese Riesenteile an. Und das ist noch das andere Stück, das müssen wir auch dann noch. So, okay. Und jetzt hat... Ja, ich weiß, das ist eine Formelarbeit, aber wenn die Station soweit fertig ist, kann man auch dann einstellen, was bewirkt. Alter, mit der Stromversorgung habe ich ja komplett übertrieben, Junge. Da hätten gleich dreimal so kleine auch locker getan. Aber es schaut halt geiler aus, wenn du so riesige Teile hast. Und teilweise das Gefühl, wollen sie auch nicht ausfahren, schon mal. Ah, jetzt macht das, okay. Da will ich schon wieder nicht ausfahren, da oben deine. So. Und so. Und so. Und hier. Teilweise schon mal. Der wollte schon wieder nicht. Hä? Jetzt hat er. Oder bin es einfach ich, der zu doof ist, einen Button zu drücken? Ja, Leute, ihr habt jetzt eine richtig gute Stromversorgung. Schaut euch das an. Boah, fuck. Das schaut natürlich schon geil aus. Was ist, wenn wir jetzt nach vorne schauen lassen? Geht der da noch rum? Alter Scheiße. Schaut das gut aus. Das hat schon... Das hat schon was. Wenn man sich so anschaut, wie diese Station über den Boden rattert... Aber können wir hier kurz das ausmachen. Das braucht ja kein Schwein mehr. Und als nächstes tue ich das hier hochschicken und dann können wir das abdocken, offiziell. Dieses riesige Teil kommt dann endlich weg, muss man ja sagen. Das hat ja nur gleich das hochgebracht damals. Der Rest kam ja. Das war wirklich nur das. Das Teil war für das zuständig. Das machen wir heute mit viel kleineren Raketen teilweise. Oder halt kompakteren. Ich glaube, das ist unser First Man Landing auch wieder. Aber schaut euch dieses Solarpanel an. Oh, geschmackig. Das hat natürlich schon was. Jetzt würde ich sagen, das können wir auf der Karte mal auswählen. Das Solar Array wechseln zu. So, jetzt machen wir das letzte für diese Folge, die jetzt auch schon wieder 34 Minuten lang ist. Alter. Und ich lade die jetzt auch so hoch. Könnt ihr mich am Arsch lecken. Ich lade die so hoch, damit ihr einfach seht, wie lange das dauert. Es war nur eine Mission eigentlich, von daher. In der nächsten Folge würde ich gerne ein Flugzeug mal bauen, einfach zwischendurch. Prograde musst du dich drehen. Der Umlaufbahn, bitte. Und dann Feuer frei. Wir deorbiten das Teil jetzt. Da sind auch noch Teile. Ziel entfernen.
und es crasht auf die Erde. Und damit wünsche ich euch, oder sage ich zu euch, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von solchen Aufgaben haltet, die halt wirklich eher komplizierter sind. Nicht viel beinhalten, aber halt sowas wie Solar Arrays einrichten und, und. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.